Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute mal ein bisschen was anderes für euch. Und zwar überlege ich schon lange so rum, manche Produkte würde sie gerne irgendwie aufgebraucht haben, dass Platz für was Neues ist oder weil sie sagen, offen sind. Und ich habe mich auch länger schon mit dem Thema Aussortieren und Machen-To beschäftigt. Zum Beispiel kann ich euch den Kanal Typisch Sissi da sehr empfehlen. Und ich meine, sie heißt Jessies Beauty Blog. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich verlinke euch mal das Video unten in der Infobox, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hat ein Video gemacht, wo sie Produkte vorstellt, die sie gerne aufbrauchen würde, aus verschiedenen Gründen. Und ich fand das ziemlich cool, weil ich finde, das ist auch so ein gewisser Anreiz, da ein bisschen hinten dran zu sein. Und mir ist klar, das geht alles nicht von heute auf morgen. Make-up ist meistens sehr ergiebig. Gerade bei Lidschattenpaletten ist das schon ein bisschen problematisch. Und deswegen stelle ich euch heute die Produkte vor, die ich hoffe im Jahr 2017. Haben wir gar nicht mehr 2017? Welches Jahr haben wir? 2018, dieses Jahr aufbrauchen zu können. Und falls euch interessiert, was das ist und auch wie meine bisherige Meinung zu den Produkten ist, dann bleibt gerne dran. Die Produkte werden dann auch immer in gesonderten Aufgebraucht-Videos zu sehen sein, damit ihr auch ein bisschen Überblick behalten könnt. Und ich versuche ein bisschen so von unten nach oben vorzugehen, sag ich mal. Fangen wir mal mit Primern an. Und zwar habe ich mir da gleich zwei gesetzt. Und zwar einmal den Catrice Light Correcting Serum Primer in Candlelight. Das ist die hellere Variante. Da ist ungefähr noch so viel drin. Ich muss sagen, ich mag den als Primer nicht besonders. Ich finde, auf meine Haut spannt der. Und ich finde auch von diesem Glowy kommt aufgrund der hohen Deckkraft von der Catrice Foundation auch nicht so viel durch. Wofür ich den allerdings echt gerne mag, ist für in die Foundation. Also ich gebe einfach so ein paar Tropfen in die Foundation. Dadurch, dass er so ein bisschen glowy ist. Das nimmt ein bisschen die Deckkraft, aber lässt einen auch so ein bisschen strahlender aussehen. Und dafür mag ich den sehr gerne. Allerdings habe ich momentan vier offene Primer und ich hätte das einfach gerne reduziert. Nicht, weil, wie gesagt, der schlecht ist, auch wenn ich ihn nicht für den Primer-Sinn benutze. Trotzdem hätte ich den gerne leer. Außerdem hätte ich hier gerne noch den Master Prime Illuminating Primer aufgebraucht von Maybelline. Da ist auch noch ungefähr, ich weiß nicht, so die Hälfte vielleicht drin, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, was ich mir damals bei gedacht habe, mir den rosa zu kaufen. Da gibt es ja verschiedene. Ich glaube, der blaue zum Beispiel hätte wesentlich mehr Sinn gemacht. Aber so für den Alltag verwende ich den eigentlich ganz gerne. Aber auch jeder Grund, ich habe vier offene Primer und es muss nicht sein. Ich möchte nicht, dass die Produkte schlecht werden. Und deswegen möchte ich diese beiden Primer aufbrauen. Einfach damit ich mich auf die Primer, die ich dann noch habe, ein bisschen besser konzentrieren kann. Und auch dann neue Sachen ausprobieren kann. Wie gesagt, den könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den in einer anderen Variante nachkaufe. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht so gut mitgedacht bei dem Rosa. Dann kommen wir mal zu Foundations. Und hier habe ich tatsächlich einiges. Da bin ich sehr optimistisch. Und zwar hätte ich gerne die Mary Kay Timewise Foundation aufgebraucht. Und zwar, ich komme mit der nicht mehr so gut klar. Ich mochte die eine ganze Zeit lang super gerne. Falls ihr mal eine Probe von Mary Kay kommt, probiert die mal aus. Die sind leider nicht ganz günstig. Aber irgendwie mittlerweile, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass eine Freundin von mir arbeitet bei Mary Kay und die hatten eine Rückgabe und deswegen habe ich die auch kostenlos bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und es wirkt jetzt so unfassbar undankbar, aber das ist nicht so. Ich habe mich wirklich gefreut, weil ich die Foundation so gerne mochte. Die erste war ratzefatze, putze weg. Aber an der hänge ich jetzt total lange. Und wie gesagt, es war ein Rückgabeprodukt und die war nicht oft verwendet. Und dadurch, dass sie auch so einen Applikator hat, wo man rausdrückt, war sie auch nicht in Kontakt mit irgendwem anders. Aber die ist halt auch schon echt lange offen dementsprechend. Und bei mir wird sie jetzt mittlerweile sehr cakey und irgendwie gefällt mir das Finish nicht mehr so und irgendwie wir passen nicht mehr so zueinander. Dabei habe ich sie wirklich eine ganze Zeit lang sehr geliebt und ich hätte die gerne aufgebraucht. Auch einfach, damit dieses Kapitel so ein bisschen Abschluss hat. Und ich weiß nicht, ich habe schon andere Foundations im Auge, die ich gerne mal testen würde, aber ich will hier nicht 100 offene Foundations rumstehen haben. Deswegen hätte ich die gerne aufgebraucht. Selbe gilt für die zwei. Hier liegt es allerdings mehr an der Farbe. Das wird dieses Jahr verdammt schwer, die aufzubrauchen. Vor allem die hier, die kennt ihr aus meinem Flop-Produkten-Video. Die ist unfassbar dunkel. Die nehme ich eigentlich nur zum Mischen für meine zu hellen Foundations oder die so ganz kleinen Tacken zu hell sind. Da ist mir noch nicht ganz klar, wie ich die aufbrauchen soll. Aber ich versuche mein Bestes. Weil auch hier finde ich, das Produkt ist offen. Das wird nicht besser. Ich möchte unbedingt mal von Too Faced die Bonus Way Foundation ausprobieren. Aber da habe ich gesagt, da muss ich auf jeden Fall mindestens zwei Foundations erst aufgebraucht haben. Ich möchte nicht so viel hier offen rumstehen haben, weil ich finde auch, Make-up ist was Schönes. Ich freue mich mit Make-up und ich gucke die Sachen auch einfach ultra gerne an. Deswegen steht auch so viel davon auf dem Schreibtisch rum.
Aber ich möchte auch es benutzen, ich möchte es verbrauchen und ich möchte auch, dass es leer wird und ich neue Dinge ausprobieren kann. Deswegen ist auch hier noch die Catrice die Liquid Coverage Foundation in der 20 drin. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich so eine Mischung aus den beiden. Die ist auch fast leer, die 10. Aber hier ist natürlich noch relativ viel drin, weil ich die zum dunkler Mischen verwende. Und ich habe mir aber vorgenommen, wenn die andere leer ist, dass ich mir wahrscheinlich nicht wie ursprünglich, ich hatte mal in einem Video gesagt, dass ich mir dann die helle nachkaufen möchte und die dann zusammen nochmal leer machen möchte, sondern ich versuche dann mit diesen Aufhellungstropfen im Sommer, bin ich ja tatsächlich auch ein bisschen dunkler, die noch leer zu machen. Also ich bin ganz schön die Dings, ob ich das so schaffe, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe einfach, dass ich bei Foundations leer machen kann und vielleicht zumindest eine weiter runter. Ich habe auch noch Parfüms, die ich leer machen möchte, aber die habe ich vergessen herzuholen. Machen wir das später. Hubala! Außerdem habe ich noch 2 Concealer. Der ist hauptsächlich mit drin, weil der schon am Leergehen ist. Und ich mag das total gerne mit diesem Runterschraubprinzip und dass das so nach unten gedrückt wird und dass man auch sieht, wo man ist. Ich mag das sehr gerne. Und bei den beiden liegt es hauptsächlich daran, dass ich mittlerweile einfach eine andere Hautfarbe habe. So blöd das klingt. Ich war früher dunkler. Da hat es auch gerade, wenn ich im Sommer ein bisschen dunkler war, hat es länger gehalten. Mittlerweile, ich werde so schnell wieder käseweiß. Und die sind beide relativ meine Hautfarbe, also die sind schön zum Abdenken, aber die haben beide nicht so den Highlighten-Effekt. Da habe ich jetzt auch schon in mehreren Videos gefragt nach diesen Farbvarianten, da habe ich es noch nicht ganz geblickt. Und den hier kennt ihr bestimmt auch, das ist der Naked Skin Concealer von Urban Decay. Das war einer meiner ersten High-End-Produkte und ich mag den immer noch total gerne. Aber wie gesagt, der ist jetzt auch schon lange offen, ich glaube. Ja, oder so. Und ich hätte den gerne leer, auch einfach aus dem Grund, dass ich finde, dass das Produkt aufgebraucht gehört. Und ich habe jetzt versucht, den langsam so ein bisschen in den Alltag einfließen zu lassen. Aber ich könnte mir auch total vorstellen, achso, das ist übrigens momentan die Farbe Light Neutral, dass ich mir den in heller nochmal kaufe, weil ich mag den wirklich gerne. Wie gesagt, die Concealer möchte ich aufbrauchen, aus dem einen Grund, dass sie so lange offen sind und auch weil er eigentlich schon ein bisschen leer ist. Und deswegen, ja. Ne? Außerdem habe ich, ich weiß nicht, was jetzt eine logische Reihenfolge wäre, hier von L'Oréal Paris, dem Brow Artist Plumper. Ich habe mir den damals gekauft, weil ich gerne was gehabt hätte, was meine Augenbrauen fixiert, so eine Art Augenbrauengel. Aber das ist ein Plumper. Und ich finde auch nicht ganz optimal für die Farbe von meinen Augenbrauen. Also der ist nicht schlecht. Ich benutze ihn auch gerne und ich möchte ihn aufbrauen, auch um mir da einfach nochmal andere Produkte anzugucken und testen zu können. Da ist mir aber gar nicht klar, wie ich irgendwann merke, ob das wie bei einer Mascara ist, dass einfach nichts mehr rauskommt. Ich denke, der bleibt mir noch eine ganze Weile erhalten. Und sagt, ich finde ihn nicht schlecht und nichts, aber ich möchte auch einfach andere Dinge ausprobieren. Dann ein Ding, da bin ich ultra optimistisch. Eine Lidschattenpalette. Und zwar ist das die, ich relativ im Alltag verwende. Ich weiß gar nicht, von Essence ist die, ihr seht, die ist schon so unfassbar abgekrabbelt. Das ist die 01 Nudes und ich glaube, die ist seit 4 Umstellungen oder so nicht mehr im Sortiment. Ich habe die früher immer benutzt und ihr seht ja auch, 2 Farben sind schon relativ gut aufgebraucht hier. Entschuldigung, Karl wird gewitzt. Also so Make-up-Anfänge und auch so für den Alltag ist eigentlich echt schön. Und als ich meine ganze Make-up-Sammlung umstrukturiert habe, ist sie mir wieder in die Hände gefallen. Und ich finde Lidschattenpaletten aufbrauchen wirklich schwer. Aber ich möchte gerade diese 2 Töne vollkommen leer machen. Und vielleicht auch die beiden. Die Farben sind nicht so schön für den Alltag und auch nicht so zu meinem Typen so schön. Aber ich hätte gerne die 4 hier aufgebraucht. Oder vielleicht so eine ganze Palette. Und dass ich zur nächsten Alltagspalette übergehen kann. Hier gilt auch, ich weiß nicht, ich würde mir sowas nicht mehr kaufen. Ich habe noch 3 oder 4 Paletten. Ich kriege von solchen Paletten unfassbar viele geschenkt tatsächlich, so als Zusatzgeschenk zu irgendwas. Und ich benutze sie dann gerne auch im Alltag. Einfach so ein bisschen aufs bewegliche Lid und ein ganz bisschen ausgeblendet und so. Aber ich hätte es gerne leer irgendwie. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich würde es mir auch nicht mehr selber kaufen, sowas. Aber ich hätte es gerne aufgebraucht. Und jetzt noch 2 Produkte hier von NYX. Einmal das Dewy Finish Spray. Das ist auch tatsächlich fast leer. Werde ich mir auch erstmal nicht nachkaufen. Ich habe nämlich von NYX noch das Matte und das finde ich ein bisschen besser als das hier. Ja, und ich würde auch gerne einfach mal zum Beispiel das von MAC ausprobieren, das Fix Plus.
und verschiedene Fixing Sprays. Ich möchte mich da einfach noch ein bisschen durchprobieren. Ich hatte noch nicht so viele Fixing Sprays, deswegen möchte ich da noch ein bisschen gucken, was vielleicht für mich besser funktioniert. Oder vielleicht komme ich auch irgendwann wieder zu dem zurück. Und dann habe ich von NYX hier noch das First Base Prime Base. Das ist ein Primer Spray. Und ich fand, das ist ganz cool so am Anfang irgendwie. Ich weiß nicht, das war unkompliziert, das war einfach, man konnte sich ansprühen. Aber mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es den Effekt erfüllt. Manchmal sprühe ich das an, bevor ich meine Base drauf mache. Aber ich würde es nicht mehr als bloßen Primer einfach so verwenden. Also es ist auch ein Produkt, das würde ich mir nicht nachkaufen, wenn es leer ist. Und quasi zusammenfassend, ich weiß nicht, ob ich die alle hochnehmen kann. Das ist der Bunch of Produkte. Ich bin da... Also wie gesagt, ich glaube, das wird ein ganz schöner, langer Prozess. Und ich versuche da immer mal wieder abzudaten, wenn Sachen leer werden, da mal ein Video zu machen. Und was ich vergessen habe zu sagen, ich würde auch gerne irgendeinen Highlighter aufbrauchen. Da bin ich noch nicht so welchen und noch nicht so interessiert, deswegen habe ich die nicht gezeigt. Aber an sich hätte ich da einfach gerne einen leer, weil ich unfassbar viele habe. Und dann möchte ich ein bisschen reduzieren. Und wie gesagt, da wird es dann immer mal wieder Updates geben, vielleicht einmal im Quartal oder so, da muss ich mal schauen, wie es vorangeht. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr so am Aufbrauchen seid. Oder Produkte, die ihr gerne einfach leer hättet oder die euch leid sind. Oder auch Dinge, die ihr sehr gerne hattet und jetzt leer gegangen sind und die ihr euch nachkaufen werdet. Lasst mich das gerne wissen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!